Hallo meine Lieben, ich habe hier mal ein anderes Video für euch, und zwar ein Auspackvideo. Ja, sowas wird ab und zu mal vorkommen, für die einen oder anderen, die es interessiert. Ich meine, auf meinem Kanal geht es ja auch darum, dass ich Sachen mache, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten, und dazu gehört bei mir auch das Sammeln von Actionfiguren, Puppen und welche anderen Dinge, die mir jetzt gerade nicht einfallen. ich bin Sammler und ich bin ein Fan von The Walking Dead und ein Fan von dem Charakter Carl. Ja, ich oute mich. Ich finde den Charakter klasse und deswegen musste diese Figur her. Die werde ich jetzt auspacken mit euch zusammen. Obwohl, nee, das mache ich doch alleine lieber. Weil ich möchte euch dieses Geknister und so sparen. Ich packe die Figur aus. Obwohl, ich zeige euch erstmal den Karton hier. Der sieht so aus. Ja, diese Szene, oh mein Gott, ich saß da wirklich mit offenem Mund und konnte es nicht glauben. Wer die Sendung guckt, der weiß, was ich meine. Das war echt der Knüller, also, naja. So, ich packe mal die Figur aus und wir sehen uns gleich. So, ich habe die Figur ausgepackt. Und irgendwas ist hier ein bisschen seltsam. Egal, ich zeige sie euch jetzt erstmal. So, das ist Carl. So sieht der aus. Hat irgendwie einen sehr langen Hals. Oder ich weiß nicht, guck mal, wenn man hier so den Kopf aufmacht. Ganz schön langen Hals hat der junge Mann, ne? Kann man schön drehen. Muss man aber eigentlich nicht, ne? So, das ist der Karl noch mit, nach dem Unfall, sagen wir mal, mit dem Verband. Hier ist überall ein bisschen schmierig, dreckig oder Blut. Ich denke mal, es ist Blut, ich bin mir nicht sicher. Man erkennt ihn auf jeden Fall wieder. Finde ich. Auf jeden Fall vor allem der Mund. Ja, man erkennt ihn auf jeden Fall wieder. Sehr detailliert alles. Hier mit diesen Falten drin in dem Hemd. Die Hose auch. Die ganzen Falten da drin. Richtig cool. Mir macht nur gerade seine Beine ein bisschen Sorgen. Das sieht ein bisschen irgendwie seltsam aus. Ja, so wird er nicht stehen können. Nö. Nee. Sollte man doch schon dieses Ding hier benutzen. Ja, das ist auf jeden Fall Karl in diesem Zustand. Und da schauen wir mal, ob wir... Okay. Ich wollte gerade sagen, ob ich den anderen Kopf dran machen kann. Ja, das klappt ja super. Ja, das ist Karl. Ja, beim, wie soll man sagen, in einer schwierigen Situation. Das ist noch milder ausgedrückt. Also wer die Sendung guckt, noch alle Folgen geschaut hat, ja, der wird vielleicht verstehen, warum ich da so schockiert gewesen bin. Die Art von der Szene, wie das gemacht wurde, das war so ein bisschen unerwartet. Also, das ist ja auch hier, man sieht das hier. So sah das auch ungefähr da in der Szene aus. Das war schon krass. Ich will jetzt nicht alles erzählen, weil ich weiß nicht,
alle Leute, die das noch nicht geguckt haben, das noch gucken wollen und so weiter. Ich dachte da mal nix, ne? Obwohl das ja eh schon Spoiler wäre, aber naja. Ich bin da. Ich stelle mich da nicht so an, sag ich mal, mit Spoiler-Gedönse. So, und dann schauen wir uns mal diesen Umhang an. Boy, voll die Gedärme hier, richtig detailliert. Gucken wir mal, ob wir das rumbekommen. Ja, Karl. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yep. Ich guck mal, wie das hier sitzen muss. Ja, richtig cool. Ich denke mal, so werde ich ihn auch lassen. Nur mit dem Kopf weiß ich noch nicht. Es hat mir eigentlich nicht so gefallen, dass der da ein Auge verloren hat. Fand ich nicht so schön. Aber die Szene war auf jeden Fall sehr schockierend. Ich gucke immer auf meinem Handy, weil das ist, ob man alles auch gut erkennen kann. Das ist schon richtig cool detailliert alles. Ich mag Details. Und was wir noch haben, wo habe ich es denn hingetan? Hier. Sein Hut. Der darf natürlich nicht fehlen. Okay. So. Oh, der fährt, glaube ich. Ah. Okay, den kann man nur so ein bisschen leicht. Ja, der sitzt sehr locker auf dem Kopf. Muss man ihn halt dann so hinstellen. Ja, richtig cool. Man erkennt ihn auf jeden Fall wieder. Ja, ich bin froh, dass ich mir den gekauft habe. Ich mag ja Karl sehr gerne. Viele mögen den nicht und hoffen, dass der stirbt. Hallo, wie kann man mit seinem Kind da einen Tod wünschen? Finde ich ein bisschen, naja, okay. Ist ja nur eine Serie, aber ich finde es trotzdem ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Nur weil er ein paar Fehlerchen gemacht hat. Das haben die anderen Charaktere auch oder ein paar davon. Also, ne? Macht mal halblang. Aber ich will jetzt hier keine Diskussion lostreten. Oh Gott! Ach du meine Güte! Okay. Na, es ist ein bisschen. Ah, streikt hier ein bisschen. Hm, cool. Dann hier so mit dem Hut auf. Er ist ein bisschen doof, ich kann das Stativ hier nicht so runterstellen. Dann halte ich euch das mal so hin. Ist doch echt cool, oder? Ich find's klasse. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den Kopf lasse oder ob ich ihn den anderen. Schwierig. Schwierig. Muss ich mir mal überlegen. Ja. Ich freue mich, dass ich die Figur jetzt habe. Ich habe die vorbestellt gehabt. Bei, oh, wie ist denn der Laden nochmal? Ich glaube, Actionfiguren 24 heißt, glaube ich, der Laden. Mal gucken, vielleicht verlinke ich den in der Infobox. Ja. Ich bin froh, dass ich ihn bekommen habe. Ich mag den Charakter. Also ist einer meiner Lieblingscharakter. Zusammen mit Wick, Glenn, Jesus und Carol. Das sind so meine Lieblingscharaktere. Ja. Also viele mögen ja Karl nicht und so. Und ich weiß nicht, ich mag ihn einfach. Und ich finde, also ich persönlich habe eher Mitleid mit diesem Charakter, weil was der schon alles miterleben musste, was der alles schon durchgemacht hat in seinem Alter, das muss man sich mal vorstellen, wie der aufwächst, ne? Also ich habe eigentlich eher Mitleid mit dem Charakter. Ja, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie der sich weiterentwickeln wird. Da bin ich echt richtig gespannt drauf. Ich finde das sehr interessant mit ihm. Das wackelt hier so ein bisschen. Ja.
Ich hole mal kurz was. So, ich habe hier mal was geholt. Ich habe hier von dieser Serie noch hier die Michonne. Die hatte ich mir auch mal geholt. Sieht auch richtig cool aus. Hier mit der Hose. Schon echt cool, diese ganzen Details. Ja, ich würde mal sagen, die erkennt man auch wieder. Ne, mit ihrem grimmigen, misstrauischen Blick. Okay, den sie leider etwas verloren hat. Ich weiß nicht, Michonne war auch mal einer meiner Lieblingscharaktere, aber die hat ein bisschen nachgelassen. Da ist dann jetzt, Carol hat sie dann nun überholt bei mir. Jetzt mag ich Carol lieber als sie. Aber gut. Wenn sie sterben würde, wäre ich trotzdem traurig drüber. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe auch noch ich habe noch drei Figuren. Einmal Wick, Glenn und noch eine Michonne, aber halt in groß. Die habe ich auch noch bei mir stehen. Ja, die werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil ich war schon froh, dass ich die einigermaßen gut dahinstellen konnte, dass die mir nicht runterfallen. Ja. Im Sommer soll ja, glaube ich, ein Negan rauskommen. Eine Figur von Negan. Ja, da bin ich noch mal überlegen, ob ich die haben möchte. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich jetzt kein so großer Fan von dem Charakter bin. Aber irgendwie der Sammler in mir sagt, kauf dir noch die anderen Figuren. Das ist immer so eine Sache. Ich mag auch nicht unbedingt Daryl haben, obwohl die Figur echt nicht schlecht aussieht. Also von diesen hier. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber ich bin nicht so der Daryl-Fan. Ja, steinigt mich bitte nicht. Ich weiß nicht, also ich kann mit ihm nicht so viel anfangen. Davon so mehr mit Wick, den finde ich richtig cool. Naja, mal schauen. Vielleicht kommt auch noch ein Negan ins Haus. Den werde ich dann jeden Tag umschmeißen, wenn ich ins Wohnzimmer gehe. Leute, die die Serie kennen, wissen warum. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, ja, wollte ich euch das mal zeigen. Und wie gesagt, solche Videos werden ab und zu mal vorkommen. Nicht so oft wie andere Hauls oder Craft-Updates und so weiter. Aber ab und zu wird es mal vorkommen. Und ich hoffe, dass es den einen oder anderen von euch gefällt und interessiert, wie auch immer. Ja, mal schauen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.